Die Gaming-Industrie ist ganz klar in einer Krise. Und es ist traurig zu sehen, was mit unseren einst großen Firmen passiert ist, die uns unglaubliche Singleplayer-Meisterwerke gebracht haben. Doch was ist passiert, dass es zu diesem Zustand gekommen ist, dass diese Krise immer extremer wird? Das wollen wir uns jetzt einmal anschauen, denn die Gründe sind sicherlich vielfältig, aber ich will einfach mal meine wichtigsten Gründe mitteilen. Eins der größten Probleme ist wohl das Franchising, denn alle Firmen wollen irgendwo den Fortnite Dream leben. Das heißt, sie wollen so ein Spiel erreichen, so ein Spiel schaffen wie Fortnite. Ein Live-Service-Spiel, das über Jahre 20 Milliarden Dollar einspielen kann. So wie es halt Fortnite jetzt von 2017 bis 2024 geschafft hat. Was natürlich eine unglaubliche Summe ist, die jede Firma einfach in unglaubliche Ekstase versetzen würde. Und diese Firmen sind natürlich gerade deswegen so dahinterher, weil es bedeutet, ich habe einmal ein Spiel entwickelt und muss dieses Spiel nur noch ständig mit irgendwelchen guten Updates versorgen und schon erhalte ich eine unglaubliche Goldgrube, mit der ich die Spieler immer weiter an der Leine halten kann, die ständig wieder zurück in mein Spiel bringe und erreiche auf einmal das Unmögliche, ein Spiel zu haben, das einfach auf ewig hält und unglaubliche Summen einspielt. Natürlich gibt es noch mehr Spiele, die in diese Richtung gehen, GTA Online, eigentlich auch World of Warcraft irgendwo, aber ich nenne es einfach The Fortnite Dream, weil dieses Spiel halt irgendwo aus dem Nichts kam und auf einmal solche Summen generiert hat, dass wirklich alle Firmen einfach nur so beeindruckt waren und eigentlich diesem Trend unbedingt hinterherlaufen wollten. Was heißt das eigentlich? Ja, schauen wir uns doch einfach mal so Firmen an wie BioWare zum Beispiel, die früher mit ihren unglaublichen Singleplayer-Spielen wie Mass Effect oder früher Dragon Age geglänzt haben, unglaubliche Scores eingefahren haben, unglaublich beliebt waren und jetzt dazu gezwungen wurden, als letztes Spiel, mehr haben wir nicht mehr von BioWare gehört, müsst ihr mal überlegen, Anthem kreiert haben. Ein Live-Service-Game, das unbedingt herausgebracht werden musste unter der Kandare von EA, um eben diesem Traum, diesem Fortnite-Dream hinterher zu jagen. Ein anderes Beispiel wäre Rocksteady Studios mit seinem genialen Batman Arkham City, das jetzt mit Suicide Squad Kill the Justice League einen absoluten Flop in Live-Service-Game-Kategorie produziert hat. Das können wir natürlich für mehrere Firmen noch fortsetzen. Man merkt einfach, die Publisher oder die großen Leute, die Entscheider hinter diesen Firmen, sind darauf aus, eben diesen Fortnite-Dream zu leben, also ein Live-Service-Game zu erstellen, das eben diese Qualität, diese Einnahme wie ein Fortnite generiert. Kann. Die Ergebnisse scheinen aber zu suggerieren, dass diese Firmen, die uns früher solche Granaten gebracht haben, nicht dazu geeignet sind, Live-Service-Spiele zu erstellen, um eben diesen Fortnite-Dream hinterher zu jagen. Früher haben diese Firmen unglaubliche Singleplayer-Welten geschaffen, die gleichermaßen von Spielern wie von Kritikern geliebt, geschätzt und gehypt wurden. Eben wegen ihrer unglaublichen Geschichten, ihrer Charaktere, vielleicht auch ihren actionreichen Kämpfen oder ihrer immersiven Steuerung, ihrer Welt, die sie einfach erstellt haben. Und diese Firmen sind dadurch halt groß geworden, reich geworden oder halt zumindest sehr bekannt und beliebt geworden und wurden dann dazu ausgenutzt, um Spiele zu erstellen, die eher als Hülle dienen, also als Live-Service-Hülle, als vollwertige, immersive, tolle Welt, die die Spieler begeistern soll. Das alles eben wegen dieses Fortnite-Dreams. Man wollte auch ein Spiel haben, das einen innerhalb von kurzen Jahren so viel Geld generieren konnte, wie es Fortnite geschaffen hat. Und deswegen ist man diesen Weg gegangen, hat diese Firmen, die einen gewissen Beliebtheitsgrad haben, dazu gezwungen, eben weil man wusste, die Spiele werden gekauft werden, ein Live Service-Game zu erstellen, das meistens so aufgebaut war, dass man die Spiele an der Leine hielt und sie zu immer weiteren Käufen motivierte. Das fing schon an damit, dass die Spiele immer weniger interessant wurden und man dafür bezahlen konnte, den Part zu überspringen, wo man halt Level grindete. Man wurde von gewissen Zonen ausgeschlossen, bis man gewisse Level hatte und das war oft ein extrem langwieriger Prozess, der überhaupt keine Seele hatte, keine Geschichte hatte, nichts, sondern einfach nur stumpfes Grinden war, was man eben mit genug Geld umgehen konnte. Publisher wie EA oder Warner Brothers oder Ubisoft haben sich dabei nicht gedacht, kann unsere Firma, kann unser Studio das leisten? Die haben nur gedacht, seht euch das mal an, seht euch Fortnite an, seht euch diesen Erfolg an, reproduziert das, egal was ihr sonst getan habt, bitte, das ist jetzt euer Ziel, ihr müsst so ein Spiel erstellen. Und dabei ist es natürlich extrem risikoreich, solche Spiele zu erstellen, weil die Spiele müssen ja eine gewisse Lebensspanne haben. Und wenn ich eben schon mit so einer leeren Hülle anfange, kann ich nicht erwarten, dass die Spiele eine so große Lebensspanne haben. Dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Variablen. Warum ist Fortnite jetzt so berühmt? Warum ist Battle Royale überhaupt so berühmt geworden? Man kann es nicht genau sagen, aber wenn ich halt als Publisher mir einfach nur denke, das muss jetzt so sein, ich muss tiefer schürfen, ohne überhaupt Ahnung zu haben, wie man an Diamanten kommt und wo man sie überhaupt findet, dann wird man natürlich niemals ein Produkt herstellen können, das eben diese
ja, diese Kraft, diese Wirkungsmacht hat. Und auch dann, wenn ich all diese Checklisten habe, weiß, wie es funktioniert, muss ich auch nochmal verdammt viel Glück haben. Und so kam es eben zu Situationen, wie jetzt zum Beispiel mit Aiken Austin, die dazu gezwungen wurden von Bethesda, als sie damals 2018 halt Fortnite so richtig abgehoben haben, an Redfall anzufangen. Dabei war die Firma aufgestellt für eben diese Spielearten wie Dishonored oder Prey und nicht für Spiele wie eben so etwas wie Redfall. Diese Spiele waren nicht deren Klientel. Das heißt, die Arbeiter da waren auch nicht dementsprechend motiviert, ein gutes Produkt da hinzulegen, konnten auch technisch gesehen, kompetenztechnisch, da einfach nicht richtig was mit anfangen. Überspitzt kann man das einfach mit diesem Vergleich darstellen. Wenn ich jemanden, der Call of Duty programmiert, einfach sage, jetzt erstell mir bitte ein Pokémon-Spiel, also einer Firma, dann würde diese Firma auch erstmal komplett aus dem Leben fallen, obwohl sie vielleicht sehr gute Call of Duty sogar noch damals in der Zeit programmiert haben und jetzt auf einmal sollen sie irgendwie ein Pokémon erstellen. Sie wissen nicht, wie die Community genau agiert, sie wissen nicht, wie sie diese Pokémon designen sollen, wie sie benennen sollen, wie das Kampfsystem sein soll, welche Dynamiken dahinter stehen, wie das Balancing ist und so weiter und so fort. Das heißt, sie werden natürlich auch komplett überfordert und so kann man sich ungefähr die Situation auch vorstellen bei diesen Singleplayer-Spielerfirmen, die einfach komplett immersive Welten erschaffen haben, die aber kleine, kondensierte Geschichten erzählt haben, statt halt irgendwie ein langfristiges System von Live-Service-Games. Und versteht mich nicht falsch, natürlich machen Entwickler auch ganz viele Fehler, das sicherlich, aber der Druck von oben ist natürlich immer noch einer der wichtigsten Faktoren, deswegen will ich den hier als Hauptpunkt anführen und eben diesen Drang nach diesem Fortnite Dream. Das Ganze wird noch erschwert dadurch, dass 2018 das Ganze hier abgegangen ist mit Fortnite und viele Firmen sich halt dachten, das müssen wir jetzt wiederholen. Und dann kam es ja noch zu so einer gewissen Krise, über die wir sehr ungern reden. Um zu verdeutlichen, worauf ich hinaus will, stellen wir uns einfach mal vor, die gesamte Gaming-Landschaft wäre irgendwo ein Kuchen. Und dieser Kuchen, da sind die Spieler und deren Spielzeit irgendwo auch die Kuchenstücke. Und diese werden halt verteilt unter den verschiedenen Firmen, Publishern und so weiter. Und natürlich ist es so, dass wir immer eine begrenzte Zeit haben. Und diese Zeit ist durch die böse Corona-Krise natürlich exponentiell gestiegen. Wir hatten kaum andere Unterhaltungsmöglichkeiten. Und diese Unterhaltungsmöglichkeit der Computerspiele ist deswegen gigantisch explodiert. Das heißt, auf einmal hatten die Firmen viel größere Kuchenstücke vor sich, von denen sie halt wirklich Kapital schlagen konnten. Damit wurden eben auch neue Märkte erschlossen und nicht nur Jugendliche und Kinder hatten sehr viel Zeit zur Verfügung, um eben neue Produkte auch wahrzunehmen. Und das führt natürlich dazu, dass wir eine große Wachstumsperiode hatten, die natürlich für die großen Firmen ein gigantisches Potenzial darstellten. Wenn man sich dann vorstellt, dass vorher halt sehr viel schon besetzt war von diesen Kuchenstücken, gerade eben auch durch Fortnite, GTA Online oder sonst irgendwelche Live-Service-Games, dann war es auf einmal so, dass wir jetzt einen riesigen Markt bedienen konnten, der vorher nicht existiert hat. Und dadurch war natürlich das Potenzial für viele Firmen groß, eben diese Kuchenstücke, die jetzt neu entstanden sind, ja, für sich zu gewinnen und auch wirklich zu absorbieren. Und dadurch kam es eben auch, weil man merkte, hey, wir haben ja eine riesige Wachstumsphase dazu, dass viele Firmen eben auch andere Firmen aufkauften, weil sie Potenzial sahen, diese Firmen zu nutzen, um weiteres Kapital zu generieren. Die Sache ist natürlich die, dass die Corona-Krise eben irgendwann aufgehört hat, was natürlich sehr gut ist, aber eben für die Kalkulation sehr schwer war. Denn auf einmal sind die Kuchenstücke wieder kleiner geworden. Fortnite hat noch immer seine riesigen Stücke und der Rest musste wieder mit den Resten auskommen. Und diese Reste waren halt wieder wesentlich geschrumpft. Das heißt, solche Kalkulationen und solche Aufkäufe, solche großen ja, Expansionen kann man es ja nennen, waren dann natürlich ja schlecht, weil sie halt Verluste brachten. Weil einfach nicht genug Spieler mit genug Zeit, wir haben ja alle nur 24 Stunden, viele von uns müssen halt arbeiten gehen und können dann nur eine gewisse Zeit ins Zocken hineinstecken, weil sie auch noch Familie oder sonst was haben und mussten mit dieser Zeit halt einfach klarkommen. Und diese Zeit, die musste dann verplant werden und die war halt schon teilweise verplant. Das heißt, neue Firmen hießen dann nicht mehr neue Profit, sondern eher tatsächlich Kosten, die irgendwo gedeckt sein mussten oder eben abgeschnitten werden mussten. Das heißt, die Kalkulationen in Excel-Tabellen, wie es gerne die Firmen machen, die haben natürlich ganz klar gesagt, okay, hier, das funktioniert nicht. Wir kommen, wenn wir jetzt mal die Prognosen ohne Corona stellen, mit diesem Sättigungsmarkt, in dem wir uns jetzt befinden, da kommen wir nicht auf den grünen Zweig. Das heißt, wir müssen hier irgendwo was loswerden. Und dann wurden halt Firmen abgeschnitten, die vielleicht gerade kein Projekt hatten, die gerade irgendwie im Leerlauf standen, die also nicht direkt wieder irgendwie Einnahmen generieren konnten. Und da wurde ganz klar dann einfach kaltherzig kalkuliert, ja, da muss jetzt beschnitten werden. Ob das dann unsere geliebten Firmen waren, die teilweise halt super Spiele vorbereitet haben, war eben egal. Daher kam es eben auch zu dieser Konsolidierungsphase, die wir jetzt merken bei Microsoft, Sony, der Embracer Group und Ubisoft. Wir merken halt, hier ist ganz klar eine Phase der ganz kalten Kalkulation. Und viele von euch haben ja auch schon mal gesagt, ja, ich investiere auch, bin froh, wenn das Geld läuft. Ja, das stimmt schon, aber das Problem ist, wenn wir es von der künstlerischen Seite aus betrachten, auch teilweise von der Spielerseite, dann ist es einfach so, dass das natürlich sehr negativ auffällt. Die Leute verlieren ihre Jobs, ihre Existenzgrundlage und müssen sich was Neues suchen. Und auch wenn sie irgendwo
irgendwo unterkommen in neue Projekte oder sonst irgendwas, ist es ja eine Umstellung, die vielleicht nicht unbedingt gewünscht war. Denn Sicherheit auf dem Arbeitsmarkt ist nun mal ein großes Bestreben. Und diese Phase sorgt nicht gerade dafür, dass es die Sicherheit gibt. Und das liegt halt daran, weil die Kalkulationen einfach zu kurz gedacht waren oder zu risikoreich waren. Man hat also ein bisschen Glücksspiel gespielt, dachte, jetzt kaufen wir alles ein in der Corona-Phase. Wir haben ja jetzt einen großen Markt, den wir bedienen können. Wenn das gut klappt, kriegen wir damit einen unglaublichen Gewinn. Das hat ja wahrscheinlich auch dann 2020 bis 2022 sehr gut geklappt und sehr viel Gewinn gebracht. Aber danach fiel das natürlich wieder extrem ab. Und das führt halt dazu, dass wir solche Phasen haben und natürlich sehr viele unglückliche Menschen zurücklassen. Und diese beiden Probleme führen eben zu der Krise, die ich am Anfang genannt habe. Denn die Gaming-Industrie verliert sich ja irgendwo selber. Wenn ich Firmen abschneide, ob es gute Gründe hat oder nicht, wegen Kalkulationen oder sonst irgendetwas, führt dazu, dass ich natürlich viel kreatives Potenzial einbüße. Ich verliere Firmen, die mir vielleicht in Zukunft massiv starke Spiele bringen würden, die gerade für die Spielerseite einen unglaublichen Spaß bedeuten, viel Freude und viel Investition der Zeit von diesem Kuchenstück. Und wenn wir jetzt wieder auf die Firmen wie BioWare zum Beispiel zurückgehen, dadurch, dass BioWare ja früher solche Produkte geliefert hat, ist es überhaupt erst zu dem Zustand gekommen, dass diese Firmen groß wurden, viel Geld verdient haben und auch wirklich interessant waren für die Spieler. Also, dass sie ihre Zeit von diesem Kuchen wieder investieren wollten. Und wenn wir diese Firmen jetzt beschneiden, die dieses Potenzial irgendwann vielleicht auch bieten können, um solche Spiele wie von BioWare, solche Singleplayer-Spiele, die wirklich die Leute beeindrucken, reinzogen, oder Baldur's Gate 3 ist ja das beste Beispiel da, nicht mehr bieten können, dann haben wir auch gar nicht mehr irgendwelchen Drang dazu, unsere Zeit mehr in diese Computerspiele hinein zu investieren. Das heißt, wir bleiben bei unseren ewig gleichen Kuchenstücken, die uns schon immer gut gefielen, und Neues wird uns dann auch gar nicht mehr abholen können. Und wenn ich dann die Firmen, die diese saustarken Singleplayer-Spiele produziert haben, dazu zwinge, Spiele zu produzieren, die keinen Sinn für sie ergeben, die dadurch kreativ gesehen schwächer sind, die motivationstechnisch schwächer sind und auch als Produkt einfach schwächer sind und darauf aus sind, eben gewisse Monetarisierung hineinzupflanzen, dann werde ich auch nicht meinen Markt vergrößern. Das heißt, die Kalkulationen sollten ja auch einfach mal über diese Exit-Tabelle hinausgehen und schauen, wie kann ich die Spieler erreichen, zurückziehen oder wegziehen von den anderen Kuchenstücken? Wie kann ich die zu meinem Kuchenstück hinzuziehen, zu meinen Spielen, meinen Produkten? Und das wird nicht funktionieren, indem ich halt diese Weise, die ich hier jetzt vorgestellt habe, weitergehe. Kalte Kalkulation und den Zwang, auf bestimmte Trends aufzuspringen, werden nicht dazu führen, dass sich die Situation der Gaming-Industrie bessert. Das ist zumindest meine Meinung. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, einen Kommentar da oder ein Abo. Das würde mich sehr freuen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr auch gerne mal bei Twitch vorbeischauen oder Mitgliedschaft in Erwägung ziehen. Und ich bin mal gespannt, was ihr da so davon haltet, ob ich hier wieder völligen Schwachsinn gelabert habe oder ob ihr zustimmt oder andere Meinungen seid. Schaut uns gerne auch mal in diese Videos hinein und wir sehen uns beim nächsten Mal.